Igor? Warte, Igor ist der Kultanführer? Warte, er ist frei aus der Hölle? Was passiert hier? Aber der Cthulhu-Kult arbeitet gegen Cthulhu, nicht für ihn! Ich bin sein Schlüssel zur Freiheit. Aber zum Glück haben wir noch meinen Bruder. Hallo, Florian. Das war doch aus der Warte mal! Leute, heißt das, dass die ganze Zeit Dr. Dusche dieses Monster war? Es macht Sinn, Leute, weil das haben die ganze Zeit diese, wir haben die ganze Zeit diese Bücher gefunden von Dr. Dusche, die in meiner Zelle lagen. Mein Bruder und ich haben Frieden geschlossen. Stimmt, war da nicht eine gewisse Rivalität in Paradox? Ich glaube, da ist ein bisschen was vorgefallen damals. Brüder hat man nur einmal, Florian. Ja, Dr. Dusche, ich meine, ich finde es zwar gut, dass du es erkennst, aber wäre es nicht sinnvoll gewesen, das viel früher zu erkennen, dann wäre alles nicht passiert. Wir halten zusammen, wie in den guten alten Zeiten. Ey, aber Leute, Professor Koffer, checkt einfach, was abgeht. Ja, wir sind hier nicht nur in einer Flugzeug ist kein normales Projekt, es ist gefühlt das Finale von dem kompletten Horrorsager-Kapitel, von allem eigentlich. Wir haben nur eine Chance. Vereint die drei besten Anormalitätsdoktoren. Das stimmt halt ehrlich. Wir haben Professor Koffer mit seiner dunklen Form, hoffe ich mal jetzt kurzzeitig mal gebändigt, Dr. Dusche und mich. Es geht hier um mehr als nur um unseren Streit. Ey, da drüber zu stehen ist echt nicht so einfach. Und ich meine, die sind immer noch Brüder, Leute. Ja, Brüder hat man nur einmal im Leben, Leute. Geschwister sind fürs Leben. Da kann man nicht den Streit zerstören lassen. Die Zukunft der gesamten Welt steht hier auf dem Spiel. Ja, Leute, wenn Cthulhu jetzt noch irgend paar Leute kriegt, ja, dann war's das. Dann hat zu viel Entropie. Dann ist es das Ende. Dann wird er wortwörtlich zur Entropie. Und das Leben deiner Freunde, Florian. Junge, warum sag ich jetzt Florian? Florian, Florian, Chaos, Leute. Woher kennt ihr meinen Namen? Dr. Dusche, ich find, komm mal, wir müssen wirklich was unternehmen. Weil, Professor Kopf, was ist der Plan? Wir sind aufgeschmissen, wir sind zwar zu dritt, aber was bringt uns das? Kommt mit, es gibt nur einen einzigen Ausweg. Warte, was meint er? Und Leute, jetzt macht doch Sinn, weil der doch die ganze Zeit mit mir geredet so. Irgendwie so, Leute, ich kann das gar nicht. Der hat hier richtig komisch geredet. Der wollte mich, glaube ich, nur zu seinen Büchern führen, wo ich damit ich rausfinde, was die Lehre ist. Jetzt macht doch Silver in seinen Büchern, die ich gefunden habe, stand noch irgendwas von Cthulhu drin und Entropie. Und ich dachte bestimmt, wie die Bücher dahin kamen. Oder war Dr. Dusche im Cthulhu-Kult drin, Leute? Aber das macht irgendwie alles keinen Sinn. Wir haben letztes Mal mit ihm im Limbo geredet. So, das gibt's jetzt nicht mehr. Das heißt. Warte mal. Leute, erinnert euch, was hier in diesem Raum war in Minecraft Paradox? Warte mal, ich glaube, ich weiß, was der letzte Ausweg ist. Warte mal. Dr. Dusche, alles gut. Leute, wie passt überhaupt hier durch? Professor Koffer, war hier nicht SBO 2000 die Zeitlinien-Spaltungsmaschine? Also das letzte Mal, wo ich hier war, hat das nicht so... Naja, obwohl, es hat schon gut geendet, aber irgendwie... Und nein, SBO 2000 wurde leider damals bei der Zeitlinienspaltung zerstört. Ah, wir können die nicht nutzen. Ach, warte mal, was ist denn das hier? Das ist jetzt viel größer. Du, Koffer! Meint er damals? Professor Koffer, du hast es zwar nicht selber miterlebt, aber ich habe die Maschine aktiviert und die Zeitlinien damals gespalten, sodass die Meteore nicht da waren. Ich hoffe, deine andere Version ist dir dankbar, jetzt für immer in der Meteor-Zeitschleife gefangen zu sein. Ja, der Flo erlebt immer noch... Oh mein Gott, ich hab Autobock geaktiviert. Der andere Flo erlebt immer noch... Ritual, Vampir, Yeti, Paradox, Ritual, Vampir... Oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Wir haben zusammen eine neue Maschine konstruiert. SBJ-1290. Oh, von dem hat er schon erzählt, letzte Folge, Leute. War das nicht dieser Teleporter? Oh, mit dem hat, Professor Koffer mich auch her teleportiert. Und mit dem konnte er sich herumteleportieren. Damit konnte ich meinen Körper innerhalb dieser Realitätsebene teleportieren. Ah, okay. Also das ist schon Teleporter, aber ich kann es damit nicht zurück in die Lebendenwelt und auch nicht in die Hölle. Man kann nur innerhalb der Realitätsebene, wo man ist. Also Lebendenwelt, Leere oder die Hölle. Allerdings hat dieser Teleporter eine, also, Nebenwirkung. Warte. Professor Koffer, was für eine Nebenwirkung? Wird man dann zum Monster oder... Dusche,
Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Es geht hier um alles oder nichts. Okay, ich hoffe mal nicht, dass er an ihm experimentiert hat. Wäre aber schon Ironie, muss ich ehrlich gestehen, nach all dem aus Paradox. Aber, Dr. Dusche, aber ich weiß es nicht, was das jetzt unserem Plan bringt, Professor Kupfer. Wie besiegen wir Cthulhu? Ich meine, wir können ihn ja nicht zu Tode teleportieren. Nun gut, Florian. Du hast also einen Koffer schon gesehen, dass er funktioniert. Ja. Also man kann sich damit innerhalb der Realitätsebene rumteleportieren. Das habe ich schon gecheckt. Ich glaube, das hat er damals jetzt auch in Minecraft Zug benutzt. Checkt ihr? Nun bist du dran. Los. Warte mal. Warte mal, wie ich bin dran? Junge, wie riesig ist dieser Teleporter bitte? Und was ist die Nebenwirkung? Ich glaube nicht, dass die Nebenwirkung des Monsters ist. Ich weiß ehrlich nicht. Vielleicht ist Dr. Dusche gestorben und kam nur über einen Monsterkörper zurück. Checkt ihr? Weil er war ja tot. Da wir uns immer noch in der Leere befinden, hast du eine besondere Mission. Ja, das Versuchskaninchen zu sein, oder was? Professor Kupfer, bitte, bitte. Es gibt eine Person, dessen Pakt das Fass der Macht von Cthulhu zum Überlaufen gebracht hat. Warte, was meinst du? Warte mal. Igor hat doch schon mal als Cthulhu-Kultanführer gesagt, dass ich anscheinend einen großen Fehler gemacht habe. Und ich schuld bin, dass Cthulhu jetzt zu mächtig ist. Aber wer? Wer ist diese Person, Professor Kupfer? Diese Person ist nicht tot, aber auch nicht lebendig. Was heißt das? Was ist sie denn dann? Ich meine, Dr. Dulce scheint mir mehr lebendig zu sein. Er kann es nicht sein. Professor Kupfer, du kannst anhand gelinkter Überreste ihrer Entropie mit der Person sprechen. Warte. Gelinkte Überreste? Warte mal. Ich checke. Ich glaube, Entropie ist wirklich irgendwie so eine Form von Energie, die mit Wissenschaft genutzt werden kann? Professor Kupfer, ich weiß nicht, was du da redest. Wenn du Spanisch sprichst, ich verstehe die Biese aus dem Blödsinn, den du da... Und womöglich davon überzeugen, ihren Pakt zu brechen. Oh, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wie er meint. Okay, Professor Kupfer, was soll ich machen? Soll ich dann... Was den Teufel schwächt, wodurch wir eine Chance haben. Junge, die beiden haben sich wirklich hier vereint mit ihrer höchsten Intelligenz und hier die Ultramaschine gemacht. Okay, das ist ehrlich krass. Komm mal hier. Hier raucht doch raus. Aber du musst dich beeilen, weil... Weil was? Dr. Dusche? Ruhe! Das Risiko gehen wir ein. Ich aktiviere die Maschine. Oh mein Gott, okay, ich gehe schon rein. Okay, Professor Kupfer. Oh mein Gott. Und das ist auch sicher? Also, kannst du garantieren, dass ich hier wieder lebend rauskomme? Du hast nur eine Chance. Bitte nicht wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es aber nicht meine Schuld, dass ich mehrere Anläufe gebraucht habe, okay? Und es war eine andere Maschine. Aber okay, alles gleich, ich gehe jetzt hier rein. Du, Kupfer! Warte mal, wo komme ich jetzt? Wo bin ich hinteleportiert? Kann mir das bitte einer sagen, bevor ich hier reingehe, diese Maschine? Leute, ich habe das Gefühl, ich melde mich irgendwann für irgendwas, wo, keine Ahnung, mein Kopf melonisiert wird. Gutes Gelingen, Florian. Es könnte dein letztes sein. Warte, was meint der Postkoffer? Warum? Es könnte dein letztes sein, was heißt das? Oh mein Gott! Teleport wird aktiviert! Wir alle zählen auf dich! Warte mal. Leute? Ich glaube, ich weiß. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin, Leute. Erinnert ihr euch? Was ist hier passiert? Leute, das war der Anfang von Minecraft Tür. Ich dachte, hier steht was. 001. Oh mein Gott, Leute, wie lange ist es her? Ich glaube, über ein Jahr. Leute, das Limbo wird ja zerstört. Guck mal, was ist denn hier passiert? Hier ist alles zerbrochen und aufgerissen. Und ich glaube, das hier ist Entropie. Bestimmt, das Limbo war ja in der Leere, bevor es zerstört wurde. Das heißt, das sind die Überreste hier? Warte mal, eins will ich wissen. Ich will nicht wissen, was... Okay, ich will schon mal nicht wissen, was passiert, wenn ich hier runterfall. Kann ich auf diesem Ding hier gehen? Gibt's noch die Bereiche, die ins Minus gehen?
Ich glaube nicht, weil die waren hier hinten. Sonst hätte ich gesagt, ich gehe nochmal in Raum 1000, aber Leute. Oh mein Gott, das machen wir jetzt nicht. Alter, ich muss wirklich aufpassen. Wenn ich hier runterfall, glaube ich, komme ich entweder in die Hölle oder bin permanent tot. Wir müssen... Oh mein Gott, Junge, ist das gefährlich hier. Aber warte, ich weiß, was Professor Koffer gesagt hat. Wir alle zählen auf dich. SBJ, okay. Ich glaube, ich muss Ghosty finden. Natürlich ans Minecraft-Zugfinale. Da hat Ghosty ja einen Pakt geschlossen. Oh, ich dachte gerade, wieder hier ist was, aber das ist nur dieses Ding. Hat Ghosty einen Pakt geschlossen, Leute. Warte mal, war da gerade was? Warte mal. Da war gerade irgendein Lichtblitz, oder? Da hat Ghosty einen Pakt. Junge, was? Seht ihr das? Ich glaube, das sind die kompletten Risse vom Limbo. Oh mein Gott, Leute. Jump'n'Run. Oh mein Gott, Leute. Ich bin noch nie so angespannt. Und Ghosty hat ja ihre eigene Seele dem Teufel versprochen, dafür, dass Elvira und Tim wieder leben. Und ich glaube, das meinte der Teufel. Und auch Igor als Kultanführer. Was war das? Oh mein Gott. 002. Okay, Leute. Ich krieg Flashbacks aus Minecraft hier. Warte mal, was ist das hier? Das ist, das ist keine Zahl, warte mal. Es ist crazy, Leute. Minecraft-Flugzeug fühlt sich ehrlich an wie der Friedhof aller alten Projekte. Ich glaube, das beschreibt das wirklich am besten. 005, okay. Leute, also wir suchen Ghosty, soweit ich das verstanden habe. Warte mal, der Sprung ist nicht schaffbar. Und dann ab. Na, der ist nicht schaffbar. Hier rüber. Warte mal, kann ich nicht einfach. Warte. Guck mal, wir können doch einfach. Oh mein Gott! Da stand irgendwas, da stand irgendwas. Mit langen Armen und Beinen. Okay, Leute, meine Idee hat sich erübrigt. Leute, ich hatte gerade die geniale Idee, ganz kurz. Warum gehe ich nicht einfach über den Räumen auf den Dächern lang? Ja, jetzt wissen wir warum. Dort oben lauert etwas. Alter, ich bin ehrlich. In Minecraft 2 kam mir das nicht so creepy vor, wo das alles, hell war. Warte, wo soll ich hin? Jetzt hier, wo alles dunkel ist. Wirkt das ein bisschen gruseliger. Das ist alles komplett kaputt hier. 010. Guck mal, hier ist so ein... Warte, was ist das hier? Hier ist ein Tisch einfach. Oh mein Gott. Limbo-Buch. Oh mein Gott. Ey, Leute. Wenn ich jetzt falle, haben wir ein großes Problem. Das Limbo ist zerbrochen und alle Toten darin kommen nun entweder in die Hölle zum Teufel oder wurden auf der Stelle evaporiert und dadurch permanent gekillt. Was heißt das? Die Leere schrumpft und ihre Tränen wachsen. Denn vor 4 Monaten passierte etwas, das die Überreste des Limbos belebte. Jemand ist hier. Warte mal, ich dachte, das Limbo ist aus. Also das wurde zerstört. Hier kann ja keiner mehr sein. Alle Limbo war ja die Welt der Toten. Wenn man gestorben ist in Horrorsaga, kam man hierher. Und alle Überreste, alle restlichen Personen, kamen jetzt anscheinend entweder in die Hölle oder wurden... Deswegen haben wir die Hölle nicht irgendwie SBJ096 oder andere komische Rivalen gesehen. Die waren einfach evaporiert anscheinend. Also alle, die wir nicht gesehen haben, sind ja permanent tot. Ich höre Stimmen. Sie flüstern. Was war das? Ich habe ein bisschen Angst, bin ich ehrlich, Leute. Ich höre Stimmen, sie flüstern, doch sie stammen nicht von den Toten, weder von den Lebenden. Sie klingen vertraut, doch verflucht zugleich. Sie kommen mich holen. Oh mein Gott! Da war irgendwas richtig Großes, Komisches. Es hat irgendeinen richtig komischen Mund gehabt. 012. Leute, du kannst mich erzählen, dass ich jetzt alle 1000 Türen nochmal durchlaufe. Meine Söhne werden das schaffen. Sie sind die klügsten Menschen dieser Welt. Warte, wer hat das geschrieben, Leute? Dies wird mein Ende. Ich habe es nicht anders verdient. Da vorne... Da vorne... Was? Was ist da vorne? Oh mein Gott.
Oh mein Gott, da ist irgendwas! Ich lauf! Oh mein Gott, ich bin fast runtergefallen. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr sein, Leute. Wer hat das geschrieben? Meine Söhne werden das schaffen, die klügsten Menschen der Welt. Das ist mein Ende. Oh, evaporiert zu werden? Warte mal, Leute, ich glaube, ich weiß, wer das geschrieben hat. Jemand, der jetzt anscheinend nicht in der Hölle gelandet ist, sondern permanent tot ist. Alter, was sind das hinten für Dinger? Ich hab ein bisschen Angst, bin ich ehrlich. Also können wir nicht eigentlich hier einen crazy Skip machen? Guck mal. Das ist ja alles zerstört. Warte mal. Oh mein Gott. Das ist Manfreds Raum gewesen aus Minecraft-Tür. Leute, Manfred geht einfach nie aus meinen Innenräumen raus. Und die Frage ist, wo geht es jetzt hier weiter? Ich glaube, ich bin gerade nicht... Guck mal, das sieht gerade nicht aus wie ein Raum. Wurde hier irgendwas zerstört? Ich muss mal den Sprung des Schicksals machen. Oh mein Gott! Okay, das war gerade creepy. Oh mein Gott. Oh, das war dieser große Raum in Minecraft. Da hat sich was bewegt. Ich habe beide gesehen. 100%. Hey Leute, ich sag's euch. Die Horrorsage ist so vernetzt, das ist crazy. Warte, in welchem Raum bin ich jetzt? Ich glaube, ich habe... Ghosties Tagebuch! Oh, warte mal, ist das von damals? Oh! Tag 4.069.176. Heute trage ich eine Melone? Wie sie wohl gestorben ist. Wahrscheinlich wurde sie nicht gegossen. Naja, was soll's, passiert. Chillig, Ghosty. Ich glaube, das war von Tür, weil Leute, Ghosty war ja früher die Königin der Unterwelt im Limbo. Tür 60. Warte mal. Wir müssen hier Ghosty finden und hier ist ihr Tagebuch. Ich glaube, das ist aber noch von früher. Das ist vom Anfang von Minecraft Tür. Die Melone hat es echt schon bis Tür 500 geschafft. Ich muss mir was ausdenken. Mein Vater muss hier irgendwo sein. Ich vermisse ihn so sehr. Ghost, die hat so viel mitgemacht, aber okay. Ich muss mal logisch denken. Fofskopf hat mich hierher geschickt. Warte mal, warum ist hier alles rot? Leute? Das war keine Tür in Minecraft-Tür. Die gab's nicht damals. Ich bin mir... Ja, guck mal, hier geht's weiter mit der nächsten Tür. Leute, das war eine Wand in Tür. Das gab's damals. Oder war das ein Geheimgang? Erfahren wir gerade geheime Räume aus Minecraft Tür? Leute, kurz hier nochmal. Komm mal. Ghost, jetzt so weit geschafft. Professor Kopf hat mich ja, glaube ich, hierher geschickt in die Überreste des Limbos. Weil ich hier Ghosty finden muss. Ghosty war der Ursprung, warum Cthulhu zu stark wird. Er hat doch geschrieben... Ghosty war die Entropiemacht vom Teufel zum Überlaufen gebracht hat. Das Fass, checkt ihr? Also er war schon sehr mächtig, über Zeit wurde immer mächtiger, ist immer mehr Pakte, mehr Ketten gerissen. Aber weil er Ghosty durch den Pakt am Ende von Minecraft Zug bekommen hat, war das zu viel. Deswegen muss ich jetzt Ghosty finden. Keine Ahnung, damit sie den Pakt rückgängig macht und der Teufel wieder schwach wird. Da vorne ist irgendwas. Oh mein Gott, Alter, wo? Was sind das gerade für Sprünge? Junge, sind wir in Parkour Civilization? Was ist denn das hier? Oder ist das Dreh um? 3 Zentimeter? Warte mal, ist das hier 1, 2, 3? Leute? Du hast mich im Stich gelassen. Weil das haben wir schon mal gehört. In Folge 1, wo wir in der Hölle waren. Ghosty?
Der Sprung ist nicht schaffbar, das ist ein Fünfer! Ghosty! Ja, okay, dann dreh ich jetzt um, oder? Ghosty, bitte! Warum hast du dich damals geopfert? Okay, ich glaube, die will nicht reden mit mir. Okay, ein falscher Sprung jetzt. Und ich bin absolut GG. Ich bin raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, Leute. Ich bin ehrlich, ich habe ernsthaft gerade schwitzige Hände. Guck mal, was ist Buch von damals? Weil damals musste ich ja ihren Vater finden hier. Manchmal denke ich über meine Mutter nach. Und meinen Bruder, was wohl aus ihnen geworden ist. Stimmt, damals in Minecraft, ihr kanntet die ja noch nicht, Elvira. Und was aus mir, also, und was aus mir geworden ist. Ich bin wertlos und vergammle. Nein, Ghosty, red dir das nicht ein. Ich meine, ich jage eine Melone durch endlose Türen, während andere etwas Bedeutsames schaffen. Ich habe meine Familie im Stich gelassen. Nein, Ghosty, die waren doch schon alle tot. Oder? Weil Vira zu dem Zeitpunkt tot war. Ich check's gar nicht mehr. Warte mal. Hier ist so ein hoher Raum. 66. Okay, Leute. Hier geht's nicht. Oh mein Gott! Okay, warte. Ich muss jetzt den Neo Jump hitten. Oh mein Gott! Ich bin ehrlich. 9 von 10 Minecraft-Spielern wären hier am Monster gestorben. Das nennt man übrigens einen Neo-Jump, wenn man an einem Block vorbeihittet. Wenn das 2 Blöcke gewesen wäre, wäre es ein Double Neo. Und dann wäre ich wahrscheinlich tot wie Brot. 68. Komm, hier komme ich hier nicht durch. Ich sag's, Leute. An meiner Strategie ist was dran. Ich gehe jetzt einfach hier oben drüber. Ich will irgendwie... Warte mal. Ey, Leute, wie kann denn das Limbo eigentlich so hart zerbrochen sein, dass das hier zu so komischen... Leute, also, ich meine, okay, es ist eine Realitätsebene gewesen, aber... Ey, das sieht irgendwie aus wie so eine exotische Frucht, checkt ihr? Wie irgend sowas, was man auf Hawaii zu essen kriegt. Leute, ich werde nie nach Hawaii kommen, das weiß ich jetzt schon. Ich bin ehrlich, ich sollte nicht so lange stehen bleiben, ich sollte ein bisschen mehr meine Füße in die Hand nehmen. Und hier weiter. Was kommt dieses komische Monster? Tag 9 Millionen. Lalalala. Eines Tages werde ich etwas Bedeutsames in dieser Welt tun. Mein wertvolles Leben, mein wertloses Leben für die, die ich liebe. Ich weiß zwar nicht wann und wie, aber ich weiß es. Warte mal, hat die Ghost schon längere... Oh mein Gott! Abhauen. Oh mein Gott, das ist ein schwerer Sprung. Warte, das ist ein richtig schwerer Sprung. Warte mal. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, das hier waren 3 plus 1. Das ist... Das ist gelb. Leute, war Ghosty schon länger einfach so... Hat sie sich wertlos gefühlt? Hat die Trauer? So Selbstbewusstseinsprobleme? Von denen keiner wusste. Ich meine, guck mal, die war ganz alleine hier im Limbo und hat ihren Vater gesucht. Aber guck mal, die hat hier schon angedeutet... Dass ihr wertloses Leben angeblich für ihre Familie oder für jemanden, den sie liebt, irgendwie mal opfern will. Deswegen hat sie das gemacht, was sie im Zugfinale gemacht hat. Und nur deswegen ist Cthulhu jetzt so stark, wie er ist. Leute, ich sag's euch. Warte. Leute, erinnert ihr euch? Tür 76? Na, ich glaube nicht, oder? Oh mein Gott, du bist es! Tür 76, ich hab dich so vermisst. Wie geht's dir? Mach einmal, wenn's dir gut geht, wenn nein, wenn nicht. Und zwei, wenn nicht. Oh. Gar nichts. Okay, das kann man jetzt anders deuten. Okay, Tür 76. Du hast mir schon so oft auf Schlamassen geholfen. In welcher Tür ist Ghosty? Geh so oft auf und zu, in welcher Tür sie ist. Okay. Warte, zählt jetzt pro Tür 1 oder. Warte mal. Warte mal. Also, oder zählt ein doppelt. Okay, weißt du was, Tür 76? Bist du die ganze Zeit hier gewesen? Warte, ich hab dich auch woanders schon mal gesehen. Okay, alles klar. Ja, Tür 6.
Ja, okay, ich probier, was ist denn? Möchtest du mir was sagen? Nein? Okay, alles klar. Dann mach's gut. Warte, Tür 76, ich geb dir... hier, Schokoladefingern, falls du mal Hunger kriegst. Magst du die oder willst du lieber ein Schnitzel? Ja? Okay, ja, wie? Ja, das war keine... Ja, nein! Okay, warte, ich geb dir... Komm mal hier, ich geb dir, kann ich den Platin... Ich geb dir ein 15er Fullprint-Hoodie, okay? Ich weiß nicht, ob Türen Hoodies tragen können, aber du kannst es eigentlich aufhängen. Oh mein Gott. Leute, Shop Bunkhaus wird die bekommen, gönnt euch euren, bevor es zu spät ist, weil die Post irgendwann... hat Verzögerung, weil im Dezember bestellen alle, weil da richtig viele Leute kommen so spät drauf, ihre Weihnachtsgeschenke zu bestellen. Inklusive manchmal mir. Deswegen jetzt Shop Bunkhaus bekommen, kauft jetzt sofort euer Weihnachtsgeschenk... Geschenk, Tür 76, was denn? Stimmt, Leute. Und wenn ihr Minecraft, Flugzeug, ich war gerade komplett für im Projekt, früher sehen wollt und nicht gespoilert werden wollt hier, dann werdet Mitglied Premium. Das Hauptsinn von dem Mitglied ist, dass ihr mich unterstützen könnt, dass ich die Projekte noch aufwendiger und krasser machen kann. Tür 76, bist du Premium-Mitglied? Ja? Leider, guck mal, wenn selbst die Tür hier ist. Ich hab gerade den gesehen. Okay, mach's gut, Tür 76. Wir sehen uns bald wieder. Wieder Kommentare. Freundet sich mit Türen an. Leute, ihr checkt es nicht. Ihr checkt real die Backstory. Tür 76 ist ein absoluter... ein Ehrer. Ein wahrer. Ich wollte sagen, ein ehrenhafter, aber ein wahrer. Leute, ich kann nicht mehr reden. Ich dreh durch. Wo bin ich jetzt hier, Leute? Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Wo ich gehen kann und wo ich nicht gehen kann. Warte, was ist hier? Machen wir wieder einen Skipper? Warte, das war doch dieser Eisenraum von... Warte mal, wer war hier? Oh, Igor! Warte mal! Oh, GSHG 7.62! Das ist eine Minigun! KS-23! Oh mein Gott, die hat hier noch... russisches Buch. Ah. Nein, warum wundert es mich nicht, dass das alles hier... TNT? Okay... an die Russen freue ich. Es gab so viele russische... Leute, ich wusste nicht... Oh mein Gott! War das gerade ein Blitz oder war das dieses Monster? Okay, ich glaube, das ist weg. Es gab so viele russische Zuhörer, die mir das übersetzt haben. Übersetzt das mal alles. Also das Einzige, was ich weiß, ist... Das ist dieses Xaxa. Tod? Ja, Leute, ich kann kein Russisch. Ich probiere es gar nicht erst. 7 Seiten, ich check's gerade. Ich werde meine Mission erfüllen. Meine Kameradschaft wird nicht auf mich vergessen. Ich werde hier rauskommen. In Russland sitzt nicht der Russe im Gefängnis, sondern das Gefängnis beim Russen. Ach, ach, ach. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, wir haben mit Gefängnis das ganze Limbo. Kann das sein? Hier ist ein Stuhl. Warte, kann ich? Ich glaube, hier bin ich safe erstmal. Doch ich kenne nun die Wahrheit, was Teufel meinen Eltern angetan hat. Und ein Russe wie ich vergisst nie. Ich werde ihn finden und vernichten, selbst wenn es mein eigenes Leben kostet. Genau das hat er auch vorhin gesagt. Ich glaube, Igor war die ganze Zeit auf Rache aus. In Minecraft haben wir auch seine Backstory zum ersten Mal erfahren mit seinen Eltern. Oh mein Gott, das Blitzmonster ist wieder da. Oh mein Gott! Wie kann das Monster denn so gut jumpen, Runs? Boah, hier ist verschlossene Tür. Zuerst muss ich aus diesem unendlichen Hotel heraus. Das erinnert mich an die alten Zeiten mit Mischka. Als wir in Moskau mit einem Eisbär im Hotel eingesperrt waren. Warte, was? Die Alte war komplett verrückt. Sogar der Eisbär hat gelacht. Warte, Mischka? Okay, alles klar. Ich will nicht wissen, was da passiert ist. Aber anscheinend ist der Eisbär in Russland cool mit denen. Leute, immer diese Russen hier. Der Kult braucht mich. Wir dürfen die Operation nicht aufgeben. Ich werde meine Rache finden. Doch dafür brauche ich Hilfe. Von einer alten Spionage-Expertin, die sich schon mal als Diener des Teufels ausgegeben hat. Warte. Meint ihr Nina? Hat er damals schon geplant? Warte mal, Nina war ja auch tot. Die ist ja im Labyrinth gestorben.
Und das... Ich dachte, die steht, aber das ist nur diese Wand hier. Und hat er vielleicht... Weil wir wissen ja, Igor war im letzten Raum, in Türen 1000, als das Limbo zerbrochen ist. Und ist deswegen wieder die Chance zu leben, hat er sich nicht entgehen lassen. Vielleicht war Nina auch dabei? Wir haben sie nicht gesehen. Wir haben nur gesehen, dass Igor den Chat geschrieben hat. Es können ja noch mehr Leute gewesen sein in dem Raum. Oder nicht? Und deswegen hat er Nina... Oh mein Gott. Oh mein Gott! Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt! Oh mein Gott! Was ist das? Komm, komm, jetzt nicht runterfallen, jetzt nicht runterfallen, Flo. Komm on, komm on, komm on. Jahrelang Parkour-Fahrer, nur für diesen Moment. Go, 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 go. Bum, 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 bum. Hier ist ein Buch. Ist es weg? Das Monster hat den Jump gefällt. Raum 95! Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott! Es ist irgendwo. War nicht Raum 100 Ghosties Zimmer? Vielleicht ist sie dort. Außer ich glaube jetzt nicht, dass Ghosties da rumstehen auf diesem komischen Jump-Run-Ding. Und wir brauchen ein Labor. Ha, ha, ha. Jede gute Organisation hat ein Labor. Wie dieser Schnurrbartmann mit dem Koffer. Der Kamerad verträgt wirklich keinen Wodka. Er hasst mich immer noch. Ha, ha, ha. Oh mein Gott. Was hat Igor mit Professor Koffer damals gemacht? Hat Professor Koffer deswegen mit ihm Streit? Leute, ich will nicht wissen. Aber ich glaube, das könnte was sehr Banales sein. Was ist das hier für ein Buch? Warte mal, war das überhaupt das letzte? Warte, wo war mein... Russisches Buch. Rachacha, Strasisjäger, Doschka, Moschka. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. PS steht hier. Igor. Übersetzt das mal, Leute. Leute, ich kann das nicht mehr. Warte, wo geht's hier weiter? Und damals, er hat gesagt, wir brauchen ein Labor. Deswegen habe ich das Sigma-Labor gegründet. Oh mein Gott. Warte mal, was ist das für ein Buch? Rache. Warte mal. Ist das Buch... Der Sprung war länger, als ich dachte. 100! Hier müsste Ghosty sein. Weil hier wohnt Ghosty. Ghosty, erinnert ihr euch? Das war dieser große Raum. Ich glaube, das war Ghosty zu Hause. Im Limbo. Das klingt nicht sehr gut, Leute. Lasst alle mal ein Like da und abonniert mich. Wirklich, abonnieren, Leute. Diese Folgen werden so lang immer. Ist auch das, glaube ich, eine Gesamtfolge länger, das längste Horrorprojekt. Wenn man es pro Folge aufteilt. Sentienter und grausamer existenzielle Bedrohung. Was, das haben wir doch am Anfang von Minecraft-Tür gesehen. Ich erschritte. Ich soll weitergehen. Ich will nicht wissen, was da... War, ist das das Monster, dieses komische? Mit dem langen weißen Mund hier? Ich laufe hier weiter, Leute. Hallo? Ghosty! Guck mal, wir haben dieselbe Fackel. Das heißt, wir sollten nicht gegeneinander sein. Du hast mich sterben lassen. Nein, du hast doch selber den Pakt gemacht. Was soll ich da machen? Du tust so, als ob ich irgendeine Chance hätte, was zu ändern. Dann. Du hast mich weggeworfen wie Müll. Das stimmt nicht mal. Ghosty, wo hab ich das gemacht? Ghosty, oh mein Gott. Ich werde dir nie verzeihen. Guck mich an. Guck mal, sie ist irgendwie Dämon, Ghosty. Ghosty. Und sie ist wieder in ihrer Limbo-Form. Nur noch Überreste meiner selbst. Junge, schaut das creepy aus. Das wirkt wie ein Hilfeschrei hier. Also wortwörtlich. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich hätte dich nie kennengelernt. Ghosty, sag das nicht!
los? Dieser Teufel, der kontrolliert dich doch! Das sind doch nie deine eigenen Worte, oder? Seitdem sie den Pakt... Du kannst mich retten. Du kannst alle retten. Wie? Ghost, ich will dir nicht nur helfen. Sag dem Teufel doch einfach... Was? Was soll ich ihm sagen? Wo Professor Koffer sich versteckt. Aber das kann ich nicht! Wenn der Professor Koffer seine Macht kriegt, ist er noch stärker! Ghosty? Du bist Cthulhus Schlüssel, ich bin seine Tür. Oh mein Gott! Warte! Das macht aber Sinn, Leute! Oh mein Gott, wie deep ist das bitte? Ghosty? Tust du nicht, was er sagt, werde ich qualvoll sterben. Ghosty, du bist nicht du selbst! Du hast es schon mal rausgeschafft, das alte Eben! Bitte! Erinnere dich an alles, was wir erlebt haben! Willst du das? Also, ich glaube nicht, dass es irgendwer will. Ghosty! Oh mein Gott, was passiert? Ich kann nicht Professor Koffer aufgeben! Ghosty, bitte, nur du kannst uns retten! Was schreibst du da? Ghosty? Oh mein Gott, die Rasse kommt komplett aus! Ich hab Leute. Nein!